Hallo liebe Freunde Schachvideos, es war Tiebreak-Zeit beim World Chess Cup im aserbaidschanischen Baku. Zweite Runde, viele sehr starke Spieler treffen aufeinander und der spannendste Tiebreak war der zwischen dem chinesischen Wunderkind Wei Yi und der ukrainischen Überraschung Yuri Wok. Hier haben wir die beiden. Ich will irgendwie Teil des Geschehens sein, also ich habe mich hier in die Mitte gebeamt magisch. Wei Yi, der 16-Jährige, 2-7-34. Yuri Wok, schon 26, relativ unbekannter in der großen Schachszene, aber spielt ausgezeichnet bei diesem Turnier. Elo 2-6-24, erste Runde Ray Robson besiegt und auch danach sich sehr, sehr wacker geschlagen bisher mit Wei Yi. In der ersten Partie ging er unter mit Schwarz, aber in der zweiten Partie, der zweiten klassischen Partie, konnte er zurückkommen. Es stand also 1-1 nach den klassischen Partien und beim World Cup werden dann Schnellschachmatches gespielt. Immer zwei Partien mit immer weniger werdender Bedenkzeit, bis einer gewonnen hat. Die ersten beiden Schnellpartien waren relativ langweilige Remisen mit 25 Minuten und 10 Sekunden pro Zug. Aber dafür ging es in der nächsten Runde umso heftiger zur Sache. Die Spieler haben 10 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug, plus 10 Sekunden heißt für jeden ausgeführten Zug, kriegen sie nochmal 10 Sekunden Bonus auf der Uhr und es wurde dramatisch. Wer je in der ersten Partie weiß, wieder französisch, wir steigen in einer sehr chaotischen Position ein aus dieser Partie. Nach dem 26. Zug von Weiß Läufer nach C6 orientieren wir uns erstmal. Weiß hat im Moment eine Qualität weniger, aber dafür eine sehr starke Bauernfront im Zentrum, zwei verbundene Freibauern. Beide Figuren, die Figuren beider Seiten sind teils sehr aktiv, teils nicht so ideal postiert. Schwarz ist am Zug, hat einige Probleme zu lösen und Yuri Wok spielt einen sehr starken Zug, der einen Figurenopfer beinhaltet. Er spielt den Zug Läufer nach B7, bietet den Läufertausch an, den sollte Weiß verschmähen. Hier nach Läufer schlägt B7. Könnte Schwarz sowohl Turm schlägt B7 spielen, als auch Dame schlägt A4 noch stärker, jetzt wo dieser Läufer hier abgelenkt ist. Also macht Wei Yi das Natürliche, er bedient sich auf D7. C7 wäre vielleicht Dame schlägt C4 gewesen, um das Chaos weiter zu erhöhen, aber auch dann nach Dame C7 hat Schwarz eine gute Stellung. Was ist also natürlicher, als diese Figur zu schlagen? Läufer schlägt D7. Das Problem, was Wei Yi mit Sicherheit antizipiert hat, ist der Zug Dame nach D5. Läufer und Dame bilden eine sehr mächtige Batterie auf dieser Diagonale und auf einmal zeigt es sich, dass es für Weiß nicht so leicht ist, sein ganzes Mehrmaterial hier zu behalten. Wenn er zum Beispiel E6 spielt, folgt Dame H1 Schach, König F2, Dame schlägt H2, König E1 erzwungen und ein schöner Zug Läufer nach F3, was ziemlich undeckbar Turm B1 noch droht. Ich habe so halb matt gesagt, weil es nur so halb matt ist. Nach Dame F3 ist es nicht matt, aber Schwarz gewinnt mit Turm B1. E6 also keine Option. Auch Läufer schlägt F5 liegt nahe. Aber schon ein bisschen Vorschau auf Themen, die kommen. Dann folgt Turm F8 und die Drohung, die wieder ziemlich undeckbar ist, ist Turm schlägt F5 und sollte Weiß zurückschlagen, käme Dame G2. Was also tun? Wei Yi zeigt sich der Situation gewachsen und spielt den Zug Läufer nach F4. Ein trickreicher Zug, die Idee ist, auf Dame schlägt D7, E6 zu spielen und den Turm auf B8 wegzunehmen. Trotzdem wäre diese Variante möglich gewesen für Schwarz. Schwarz hätte hier Dame schlägt E6 spielen können, Läufer schlägt B8, Dame E3 Schach, Dame F2, Dame C1, Dame F1, Dame E3 mit Dauerschach. Und das wäre, dachte ich jedenfalls beim Live-Zugucken, das logische Ende der Partie gewesen. Aber was stattdessen passiert, muss ich euch im Video zeigen. Ich konnte es kaum glauben in einer Schnellpartie, die Züge, die Wei Yi hier jetzt aus dem Ärmel schüttelt. Also tunen wir uns einmal in das Video der beiden Spieler. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich glaube aber schon eine Sekunde. So, da haben wir die beiden. Die Stellung, die wir eben auf dem Brett gesehen haben. Man sieht es leider nur von Weitem. Yuri Wok überlegt, was er tun kann und hoffentlich zieht er was. Da, er zieht und zwar den Zug Läufer nach A8. Und das ist ein brutal starker Zug mit weniger Material. Spielt er einen sehr stillen Läuferrückzug, Läufer A8 mit einer sehr mächtigen Drohung und zwar Turm nach B1. Der Turm kann nicht verspeist werden wegen Dame G2 Schachmatt. Diese Drohung ist, ich wollte sagen, nicht so leicht zu parieren, aber sie ist leicht zu parieren und das macht die schwarze Idee umso tiefer und umso schöner. Schwarz-Weiß spielt nämlich Läufer schlägt F5,
zieht seinem Läufer dem Angriff und deckt gleichzeitig das Feld B1. Und jetzt fragt man sich, was sollte das alles? Warum hat Herr Jurivok das gemacht? Und die Idee ist jetzt ein weiterer schneller Zug, Turm nach F8. Der Turm verlässt die B-Linie und findet auf der F-Linie noch bessere Einsatzgelegenheiten. Er droht Turm schlicht F5 und wenn, egal was sich bewegt auf der F-Linie, irgendwas wird immer geschlagen, Läufer E3 ändert nichts, Turm schlicht F5, nebst Dame G2 Schachmatt, wenn zurückgenommen wird. Guter Rat, ist also relativ teuer für Wei Yi. Dame H3 zum Beispiel, käme wieder Turm F5, bringt nichts. Er spielt den einzigen Zug, nämlich Springer nach B6, greift die Dame an, greift den Läufer an und zwingt Schwarz zum Handeln. Dame H1 Schach, König F2. Die Endspiele, wenn Schwarz jetzt hier versucht, Material zurückzugewinnen, sind keineswegs klar. Sowas zum Beispiel. Schwarz zwar auf einmal eine Qualität mehr, aber Weiß hat nach wie vor seine mächtigen Freibauern im Zentrum. Und wenn irgendjemand hier besser steht, dann ist es der Weiße meiner Meinung nach. Sollte Schwarz sich also nicht darauf einlassen. Stattdessen spielt der Dame F3 Schach, auch sehr naheliegend. König nach G1 und hier könnte man erneut Dauerschach geben. Aber erneut hat Jurivok andere Pläne und auch da versuchen wir uns einmal reinzuschalten. Sollte es denn klappen? Ja, beim zweiten Versuch. Hier, Jurivok am Zug, spielt Dame, schlägt C3. Ein Zug, der wieder nicht fern liegt, aber was so schwer an der ganzen Geschichte ist, ist die ganze Berechnung dahinter. Denn Schwarz hat immer noch Material weniger, ignoriert hier die Möglichkeit, eine Figur zurückzugewinnen, spielt Dame, schlägt C3, schnappt sich den Bauern. Und überraschenderweise, oder auch nicht überraschenderweise, wenn man Jurivok ist, hat Schwarz, hat Weiß keine Verteidigung. Als da wären. Dame schlägt C4, kommt einem in Sinn. Dann kommt Dame E1 Schach, Dame F1. Dame schlägt, König schlägt, Turm schlägt F5, Springer A8, Turm schlägt F4. Und jetzt sehen wir den Unterschied, der Bauer C3 ist verschwunden. Und nach König E2, Turm schlägt D4, muss Schwarz nur gegen einen Freibauern kämpfen und gewinnt relativ leicht. Andere Varianten sind Dame C1 zum Beispiel. Kommt Dame schlägt D4 Schach, Läufer E3, Dame schlägt E5. Weiß hat nach wie vor Material mehr, aber er schafft es nicht, sich zu koordinieren. Und Schwarz wird hier gewinnen. Ein Beispiel ist Läufer H3, Turm F3. Und irgendwas wird fallen. Weiterer Normalzug wäre Springer schlägt A8. Aber auch das geht nicht. Dann kommt Turm schlägt F5 mit der sehr gemeinen Drohung. Dame schlägt D4 Schach. Wenn Weiß sich erdreistet, diese zu parieren mit Dame F2, folgt Dame A1 Schach. Nebst Dame schlägt A8 auch Schach. Und Schwarz gewinnt erneut. Guter Rat, ist also teuer. Wei Yi spielt den zähesten Zug Läufer nach G3. Mit der Idee, nach Dame schlägt D4, Dame schlägt F2 zu spielen. Ist nach wie vor nicht leicht für Schwarz. Wenn Schwarz hier ins Endspiel geht, Dame schlägt F2, Läufer schlägt F2, Turm schlägt F5, Springer schlägt A8, steht er zwar besser wegen seines C-Bauern, aber das abzuschätzen ist einerseits schwer. Außerdem ist die Stellung noch nicht völlig trivial. Hier C3 ist gut für Schwarz. Aber es gibt eine noch stärkere Möglichkeit und erneut lässt Herr Wofk sich nicht lumpen. Spielt Dame A1 Schach, Dame E1 einziger Zug und Dame nach A7. Alles mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Das ist eine Partie mit 10 Minuten pro Spieler plus 10 Sekunden pro Zug. Und die Tiefe der Kombination, mit der der Ukrainer hier aufwartet, habe ich auf ja, mit so einer Bedenkzeit überhaupt noch nicht gesehen. Also wahnsinnig beeindruckend, was er hier macht. Dame A7 fesselt den Springer auf B6. Weiß kann sich noch vorübergehend verteidigen. Dame F2 deckt alles. Ja, jetzt kommt die letzte neue Ressource, der Zug C3 mit der Drohung C2. Und das überlädt die weißen Verteidigungslinien. Die Dame kann nicht gleichzeitig F5, B6 und C2 im Blick behalten. Wei Yi versucht verzweifelt letztes Gegenspiel mit seinem E-Bauern. Hier würde schon C2 gewinnen, aber der Schwarze bevorzugt es, erstmal das Feld E8 im Auge zu behalten mit Läufer C6, entzieht auch dem Läufer den Zugriff des weißen Springers und die weiße Stellung ist hoffnungslos. E7 wurde noch versucht, Dame schlägt E7, Springer C4. Aber hier der Faktor, dass dieser Bauer noch am Leben ist, entscheidet die Partie. Läufer E4 blockiert den Rückzug, Springer D6, C2, Springer schlägt E4, Verzweiflung, C1 Dame, König G2, Dame C6 und Schwarz hat zwei Damen auf dem Brett und den recht simplen Plan. Turm schlägt F5, nebst Dame schlägt E4 mit mehr Dame. Daher gab Wei Yi sich geschlagen. Also ein wahnsinnig beeindruckender Schwarzsieg in der ersten Schichtkampfpartie für Jurivok.
Aber es geht natürlich weiter. Nach der ersten Stichkampfpartie kommt die zweite Stichkampfpartie. Wei Yi mit den schöne Logik von mir. Wei Yi mit den schwarzen Steinen unter Siegzwang. Und die Partie ging nicht besonders gut los für Wei Yi. Ist, glaube ich, keine Untertreibung. Er versuchte sich an Stonewall holländisch, aber die Sache lief nicht besonders gut, denn Weiß hat zwei verbundene Freibauern, ja, nicht verbundene Freibauern, aber zwei sehr starke Bauern im Zentrum installiert. Kein Material weniger, sprich Juri Vok steht hier auf Gewinn nach 20. E5. E schlicht D5 ist der Versuch von Wei Yi. Hier wäre C schlicht D5 möglich, aber auch sein Zug ist sehr stark. G schlicht F4. Jetzt droht C schlicht D5 und dieser Läufer ist gefesselt, sodass der schwarze D-Bauer nicht ziehen kann. Und die schwarze Stellung ist ziemlich hoffnungslos. Wei Yi versucht, seine letzte Chance mit G5 hier Gegenspiel am Königsflügel zu organisieren. Jetzt gewinnen mehrere Züge für Weiß. F5 ist möglich und am logischsten oder am einfachsten ist vielleicht C schlicht D5, Turm schlicht F4, Dame G3, Läufer schlicht E5 und die Pointe, die Weiß sehen muss, wie auch in der F5-Variante, kommt auf Läufer schlicht E5, Turm E1 und die Fesselung entscheidet den Tag für den Weißspieler. Aber so kam es nicht. Juri Vok entscheidet sich hier nach übermenschlichem Spiel, anderthalb Partien lang, für den Zug Dame G4 und das ein ernster Fehler, weil es diesen schwarzen Läufer entfesselt. Und jetzt hat Schwarz die Chance D4 zu spielen, aktiviert seinen eigenen Läufer und schränkt gleichzeitig den weißen Läufer auf B2 extrem ein. Jetzt ist die Stellung von einem Zug auf den anderen völlig unklar. Läufer schlägt B7, Dame schlägt B7, nach Dame schlägt G5, König H8 hätte Schwarz auf einmal entscheidenden Angriff auf der G-Linie. Und mit diesem Wechsel der Szenerie kommt der Ukrainer nicht klar. F schlicht G5, Dame E7, E6, Dame D6. Jetzt sehen wir, dieser Läufer ist passiv. Der weiße König ist ebenso offen, wenn nicht offener als der schwarze. Vor allem ist der schwarze Läufer aktiv, der weiße nicht. Und Juri Vok ging hier relativ chancenlos unter. Turm D2. Der Computer hält die Steuerung noch mit Zügen wie Dame E2. Aber am Brett ist das schon ziemlich schwer hier. Turm F4. Und jetzt ist es schon fast vorbei. Dame C6. E7, Dame H1, König E2, Turm E4, Schach. Der Bauer fällt mit Schach und die Sache ist erledigt. Ein paar Züge später greift Vok hier zu einem verzweifelten Turmabfahr, aber es gibt keinen Dauerschach. Schwarze König entfleucht via H5 und die Partie ist vorbei. Juri Vok gab auf und es stand 1:1 im Stichkampf. Nach zwei Gewinnstellungen für den Ukrainer geht es weiter, denn wenn im Stichkampf keine Entscheidung fällt, wird die Bedenkzeit weiter verkürzt und es wird weitergespielt. Diesmal mit 5 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug, wenn ich mich nicht irre. Und Juri Vok in der ersten Partie, die weißen Steine, eine Geschichte, die wir schon kennen, überspielt Wei Yi in der Öffnung. Hat eine sehr gute Stellung erreicht hier mit mehr Bauern. Der letzte weiße Zug ist Springer C4, schwarz ist dran, steht ziemlich schlecht. Hat einen Bauern weniger, der Springer droht nach B6 zu springen oder nach D6, Geschichten auf E5 abzutauschen. Aber Wei Yi zeigt hier seine Klasse, spielt Springer D3 und macht das Ganze nochmal kompliziert. Springer D3 ist nicht nur ein weiteres Bauernopfer, na nicht wirklich Bauernopfer, nach Läufer schlicht D3, E schlicht D3, Dame schlicht D3, könnte Schwarz sich auf C5 bedienen und wäre auf einmal relativ aktiv. Dieser Läufer hätte freie Sicht, die Stellung wäre nicht klar. Aber Springer nach D3 ist auch ein Qualitätsopfer, denn es erlaubt Läufer nach D6, das wurde auch gespielt in der Partie. Und nach Dame G5 fragt man sich, was soll das? Hat Weiß nicht einfach Läufer und, nee, Qualität und Bauer mehr nach Läufer F8. Aber so einfach ist die Sache nicht, denn die schwarzen Figuren sind wahnsinnig aktiv geworden über die letzten Züge. In der Partie wird Läufer schlicht F8 gespielt, aber ob ihr es mir glaubt oder nicht, und warum sollte ich euch anlügen, das ist im höheren Sinne auf jeden Fall, aber auch im nicht höheren Sinne schon der entscheidende Fehler, Läufer schlicht F8. Nach Turm schlicht F8 ist die weiße Stellung fast nicht mehr zu verteidigen. Stattdessen hätte der Weißspieler einen ziemlich komplizierten Zug finden müssen, den Zug H4. Das Thema werden wir später noch sehen. Der Schlüssel ist, die Dame vom G2-Feld abzulenken, sodass es keine latente Mattdrohung auf G2 gibt. Nach Dame schlicht H4 kann Weiß sich jetzt auf D3 bedienen. E schlägt D3, Dame schlägt D3 und der Computer sagt, Weiß steht besser. Mir ist die Stellung nicht völlig klar, wenn Schwarz hier F4 spielt in der Blitzpartie. Kann, denke ich, absolut alles passieren. Aber so hätte Vok spielen müssen, mit Vorteil. Stattdessen spielt er den menschlichen Zug, Läufer schlicht F8.
Aber das erlaubt Schwarz, eine letzte Ressource in Angriff zu befördern. Turm schlägt f8, jetzt ist f4 ein großes Thema. Und hier halten die weißen Verteidigungslinien schon nicht mehr. Ein großer Unterschied zu den H4-Varianten ist jetzt Läufer schlägt d3, e schlägt d3. Droht Dame g2 matt. Nichts funktioniert wirklich für Weiß. f3 zum Beispiel. Läufer schlägt c4, Turm schlägt c4, Dame schlägt e3. Nebst Läufer schlägt d4, Partie ist vorbei. Oder auch g3 statt f3. Folgt Dame h5 mit Angriff auf den schwarzen Feldern. Und das hier wird ziemlich schnell matt, sagen wir. König h2. Wie gewinnt man am leichtesten? Läufer schlägt d4, e schlägt d4, Dame f3 mit undeckbaren Drohungen. Juri Wolf wird hier klar geworden sein, dass die Geschichte nicht so gelaufen ist, wie er sich's vorgestellt hat. Und er greift zu einer interessanten Idee in Zug Springer nach b6. Versucht wenigstens ein paar Schwarzfiguren abzutauschen, ist bereit, Material zurückzugeben, wenn er dafür einen starken Freibauern kriegt. Und Wei Yi spielt den stärksten Zug Springer schlägt b6. Er kann es sich nicht leisten, dass dieser Springer sich auf d5 bedient. C schlägt b6. Und hier zeigt sich, dass die weißen Figuren sehr, sehr unglücklich stehen. Sie erlauben alle möglichen taktischen Motive. Der Chinese spielt den naheliegendsten Zug, aber nicht den stärksten Zug. Springer schlägt c1. Sehr naheliegend, weil es einen ganzen Turm gewinnt. Nach Turm schlägt c1, Läufer schlägt d4, kann Weiß nicht gut zurückschlagen wegen Dame schlägt c1. Aber trotzdem ist diese Stellung noch nicht völlig klar. Klarer gewesen wäre statt Springer schlägt c1 der Zug Läufer schlägt d4. Das ist die Idee. Einerseits könnte man auf e schlägt d4 Springer schlägt c1 spielen und das ist deutlich besser als die Partievariante. Noch stärker geschieht aber hier alles auf Angriff zu setzen. Der Zug e3 droht Dame schlägt g2 matt. Und ich zeige euch eine Variante hauptsächlich zu unser aller Entertainment. f3, Springer nach f4, droht wieder matt. Läufer f1, Springer schlägt h3 Schach, König h2, Dame f4 Schach, König schlägt h3, Dame h6 Schach, König g3, f4 Schach, König g4 und Dame h5 Schachmatt. So einfach ist Schach, wenn man einen Computer zur Verfügung hat, aber in einer 5-Minuten-Blitzpartie geschah das nicht. Stattdessen das naheliegende Springer c1, Turm c1, Läufer d4. Und hier hätte Weiß in der Partie bleiben können mit dem Zug H4. Das Thema kennen wir schon. Die Dame soll abgelenkt werden. Einerseits vom Feld G2, andererseits hier auch vom Feld C1. Weil jetzt auf Dame schlägt H4, könnte Weiß einfach E schlägt D4 spielen mit guter Stellung. Dame H6 sieht logischer aus, um diese Fesselung aufrechtzuerhalten. Aber es macht einen großen Unterschied, weil jetzt Weiß Läufer schlägt A6 spielen kann. Er hat zwar eine Figur weniger, aber durchaus gefährliche Freibauern und die Stellung ist nicht so klar. In der Partie spielt der naheliegende Sofortläufer schlägt A6. Warum soll man sich schwächen mit H4? Aber jetzt sehen wir sofort den Unterschied. Es folgt F4 und die Dame auf G5 spielt wieder eine gewichtige Rolle. Der Trick ist nämlich auf E schlägt D4, F3 mit Doppelangriff. Das ist der Unterschied. Das wäre nicht geschehen mit der Dame auf H6. Hier wird sowohl G2 als auch C1 angegriffen. Schwarz-Rot matt. Weiß kann nichts tun und stellt glatt auf Verlust. Es folgen noch ein paar Züge. G3, Dame schlägt C1, König H2, Dame D2, König 1, Dame E1. Und Juri Wolf gab sich geschlagen. Läufer F1, Läufer C4 dauert nicht mehr besonders lange. Also, die dritte gute Stellung. Diesmal nicht gewonnen. Beziehungsweise die zweite gute Stellung in Folge nicht gewonnen. Wobei man hier wirklich Wei Yi sehr loben muss für die kreative Art des Gegenspiels. Springer D3 opfert eine Qualität. Hat richtig eingeschätzt, dass sein Angriff danach sehr stark ist. Und das bedeutet, dass jetzt auf einmal der Ukrainer unter Siegzwang steht. Er muss in der zweiten Blitzpartie zurückschlagen, um nicht aus dem Turnier geschmissen zu werden. Und Spoiler Alert, die Action ist vorbei. Juri Wolf wird dieses nicht gelingen. Mit Weiß spielt Wei Yi die französische Abtauschvariante, spielt ein bisschen zu sehr auf Remis, dass er sogar etwas unter Druck gerät. Hier haben wir eine Stellung kurz vor Ende nach Dame E2 mit Läufer F5 hätte Schwarz noch ein bisschen weiter versuchen können, auch wenn die Stellung natürlich Remis sein muss. Aber stattdessen spielt der Ukrainer Dame nach F5 und das erlaubt die entscheidende Vereinfachung G4. Die Dame muss den Läufer auf E4 im Blick behalten. Dafür gibt es nur ein Feld und zwar das Feld F3. Und nach Dame F3, Dame schlägt F3, Läufer schlägt F3. Lohnt sich nicht das Weiterspielen. Daher fügte sich Juri Wolf ins Remis hier, was bedeutet, dass Wei Yi eine Runde weiterkommt und überraschenderweise kriegt das in der nächsten Runde nicht mit Levon Aronian zu tun, sondern mit Alexander Areschenko, der diesen aus dem Turnier geschmissen hat.
Nominell ist wohl jeder klarer Favorit. Wir werden sehen, wie es da läuft. Auf jeden Fall Riesenkompliment von meiner Seite auch an Herrn Juri Woff, der ein wahnsinniges Match gespielt hat. In der ersten Runde schon gewonnen und diesmal Weiyi wirklich alles abverlangt. Ich gucke, ob ich noch ein anderes, schickeres Bild habe von den beiden. Aber ich bin nicht sicher, ob dem so ist. Wie dem auch sei, hier haben wir sie. Weiyi alles abverlangt. Und er hatte das Match in der Hand nach dieser brillanten ersten Partie, die er gespielt hat, mit Läufer A8 und Turm F8, Dame A1 und so weiter und so fort. Stand er in der zweiten Partie auf Gewinn, hat dann den Chinesen ins Match zurückgelassen. Bittere Niederlage für ihn, aber fantastisches Schach, was Juri Woff gespielt hat. Das war's von meiner Seite. Es bleibt spannend beim World Cup. Guckt es euch live an auf chess24.com. Wir sehen uns da. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin.